Profil Podcasts. Auf dem Basketballfeld bin ich frei und spiele. So, dieser Spielgedanke, der ist nie verloren gegangen. Und das ist bei ganz vielen anderen Profisportlern anders. Ne? Irgendwann gehen die zur Arbeit. Und er hat immer gespielt. Also, the Dallas Mavericks have no more timeouts left. Have to get it in. Kidd, back out. Nowitzki puts up the three. Puts it in. Ties the game with 2 seconds remaining. Dirk Nowitzki nails the big shot. 2019 hat der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki seine NBA-Karriere beendet. 21 Jahre spielte der beste europäische Basketballer aller Zeiten für die Dallas Mavericks und hat das Spiel revolutioniert. Mein Name ist Philipp Dohle und ich habe mit meinem Kollegen Stefan Wabel den Nowitzki-Biografen Thomas Plätzinger interviewt, der ihn 7 Jahre lang begleitet hat. Sein Buch »The Great Nowitzki« ist seit Wochen in den Bestsellerlisten. So über 3 Jahre, 2,5 Jahre oder so, hat sich diese Idee in meinem Kopf so zusammengebaut, dass Nowitzki mehr ist als nur ein Sportler. Ich hatte den Eindruck, dass da viele Geschichten waren, die mich interessieren könnten, jenseits dieser simplen Sportlergeschichte. Ne? Sein großer Mentor, der Holger Geschwindner, der ihn seit 25 Jahren betreut hat, überhaupt diese Leute im Umfeld, die ihre Arbeitsweisen und Theorien, Ansichten und über das Spiel Basketball, das hat mich alles fasziniert. Und dann habe ich nach so 2, 3 Jahren oder so gewusst, daraus wird ein Buch werden. Und dass es dann so lange gedauert hat, hat auch damit zu tun, dass Nowitzki halt immer wieder seine Karriere verlängert hat. Der hat ja 21 Jahre gespielt in der NBA und ich dachte so, nach 2, 3 Jahren wäre ich fertig mit meiner Recherche, aber er hat immer weiter gespielt, also musste ich auch immer weiter schreiben. Und ich meine, Sie haben ja selber auch Basketball gespielt, glaube ich, fast bis zur Profikarriere oder kurz davor und haben ihn ja auch die ganze Zeit verfolgt. Ich meine, war das auch immer schon wieder mal für Sie ein Thema, da würde ich gerne was drüber machen, als Fan jetzt auch und eben als jemand, der ihn als Fan und als Basketball-Profi fast irgendwie verfolgt hat und jetzt ist langsam der Zeitpunkt, um sich dem Phänomen Nowitzki zu nähern und das zu machen? Ja, also ich muss sagen, ich bin so nicht so ein Fan-Typ. Also ich habe Nowitzki hat mich immer fasziniert und interessiert, aber ich habe eigentlich nie, ich sammle keine Dinge von Sportlern oder also berühmte Leute interessieren mich manchmal, aber ich bin nicht so ein Fan-Typ. Aber als Basketballer, als ehemaliger Basketballer, der sich mit dem Spiel beschäftigt hat, hat mich Nowitzki halt immer total gereizt als Figur. Und ich habe das halt jahrelang verfolgt. Eigentlich im Grunde, seit ich aufgehört habe, selbst zu spielen, habe ich diese Laufbahn verfolgt. Und mit solchen sportlichen Lichtgestalten ist es ja häufig so, dass die als Stellvertreter für die ganzen Leute, die es nicht geschafft haben, ihre Karriere machen. Ne? Also man als ehemaliger Basketballspieler guckt man da so drauf, denkt so, ja, das so läuft's, wenn's gut läuft. Ne? Ich habe so eine Solidarität mit ihm immer gehabt, immer ein großes Interesse an ihm. Ist das, wenn man so ein Untersuchungsobjekt so viele Jahre und Stunden und Gespräche lang begleitet, ist das nicht auch schwierig, da auch noch einen kritischen Abstand zu halten? Das ist ein Problem, oder schwierig ist es schon, aber ich habe halt dann, glaube ich, einen ganz guten Ansatz gefunden, wie man drum rumkommt. Ne? Ich war teilnehmender Beobachter, das heißt aber auch, dass man teilnimmt an dieser Welt. Und sich bemüht ständig die Frage, wie nah dran bin ich denn jetzt oder wie weit weg bin ich denn jetzt? Also die Frage der Distanz zum untersuchten Objekt immer mit zu thematisieren. Also eben, wenn man subjektiv wird, dann auch klar zu machen, ich werde jetzt hier gerade subjektiv. Also praktisch immer die permanente Reflexion über Distanz und Nähe zu haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist halt so eine fast ethnologische Arbeitsweise, wenn man seine Distanz aufgibt, auch zu sagen, ja, ich gebe meine Distanz auf. Das macht das dann, glaube ich, transparent. Off the bench. Hayward trails Cardinal. Off to Nowitzki. 11 to shoot. Terry. Nowitzki.
takes a bounce, three ball, on the way, got it. Unbelievable. Was ist das Besondere an Nowitzki? Was ist das Besondere an diesem Athleten Nowitzki? Der ist ein großer Spieler, der sich über lange Jahre seiner Karriere bewegt hat wie ein kleiner Spieler. Also der das Spiel richtig gehend revolutioniert hat. Der hat, wo große Spieler normalerweise unter dem Korb stehen und rumschubsen und ackern, war Nowitzki jemand, der mit Finesse und mit dem Wurf von überall auf dem Feld gespielt hat. Und das war sehr ungewöhnlich. Der hat praktisch seine Spielposition neu gedacht und das dann auch umgesetzt. Und das war so auf körperlicher Ebene, auf athletischer Ebene eine Revolution, kann man so sagen. Er hat das moderne Spiel, so wie es heute gespielt wird, glaube ich, sehr mitgeprägt. So, und dann kann man halt sagen, was ihn sonst noch auszeichnet, ist, dass er halt eine große Konzentrationsfähigkeit hat, die große Fähigkeit, lange Zeit auf allerhöchstem Niveau zu arbeiten. Und das ist tatsächlich das, was mich am allermeisten fasziniert hat, jemanden zu treffen und bei der Arbeit zu beobachten, der so wahnsinnig akribisch, genau und mit sehr, sehr viel Liebe zu seinem Gegenstand, seinen Beruf ausübt. Das ist etwas, wo glaube ich, sich alle Leute eine Scheibe von abschneiden können. Oder was man, wenn man ihn beobachtet, kann man für viele andere Tätigkeiten auch etwas lernen, nicht nur übers Basketballspielen. All diese Dinge habe ich, glaube ich, ganz gut sehen können und bin so ein bisschen dem auf die Spur gekommen, der Methode Nowitzki. Was ich natürlich nicht ganz so verstanden habe, ist, was es da mental für braucht. Ich weiß, wie er das macht, wie er arbeitet und so weiter, aber warum ausgerechnet er diese mentale Stärke hat, diese Disziplin und so weiter, das ist, glaube ich, weiterhin sein Geheimnis. Und das muss, glaube ich, auch so sein. Diese Besonderheit, der kommt man, glaube ich, nicht so nicht direkt und nicht psychologisch auf die Spur. Man kann das, glaube ich, nur umkreisend beobachten. Und auch das ist eine Sache, die im Buch, glaube ich, deutlich wird. Ne? Man kann, der Holger Geschwindner, sein Mentor, der sagt ja immer, man kann alles über die Fledermaus wissen, aber man kann nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und das gilt, glaube ich, auch für meinen Ansatz, Nowitzki zu betrachten. I mean, I think he's the best player. He's my favorite player. Loyalty to Dallas. He's just good. He's one of the best. He is the greatest player of all time in Maverick history. I'm here to see him before he goes. I have a cat. He's named after Dirk. He's been here the whole time. Dirk is Dirk. And I love him. He means everything to Dallas. 21 seasons here. He's a Maverick. I mean, he's loyal to the city. He hasn't gone anywhere else. I mean, he's just awesome and great. Dirk is the reason why the Dallas Mavericks have a championship. He's one of my favorite people of all time. Dirk is Dallas. Jetzt hat ja Dirk Nowitzki seine ganze NBA-Karriere bei den Dallas Mavericks verbracht. Ja. Können Sie einschätzen, wie dieser Spieler diese texanische Stadt geprägt hat? Ich muss ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Ich meine, klar, in Deutschland gibt es auch Sporthelden und es gibt Fußball hat einen hohen Stellenwert und Fußballspieler sind berühmt. Aber so wie Dirk Nowitzki in Dallas geliebt wird, das ist schon außergewöhnlich. Der hat fast schon wie so ein Bürgermeister der Herzen. Das ist ziemlich eindrücklich, wenn man durch die Stadt fährt. Er ist einfach sehr, sehr lange dort und jeder hat eine Geschichte mit ihm. Jeder Mensch, der in Dallas lebt, weiß, wer er ist. Und fast alle haben ihn schon mal irgendwo gesehen, haben sich irgendwo mal ein Autogramm geben lassen. Das ist ja keine kleine Stadt. Das sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die einen Bezug zu ihm haben. Und die lieben den sehr. Und das ist ziemlich spektakulär, wenn man sieht, wie der diese Stadt im Grunde in der Tasche hat. Wenn Sie jetzt an Dirk Nowitzki denken nach all der Zeit, was ist denn der erste Dirk Nowitzki-Moment, der Ihnen ins Gedächtnis kommt? Puh,
Die Frage ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich natürlich, es gibt natürlich große spektakuläre Momente, die ich gesehen habe, 30.000 Punkte oder so, und es wird naheliegen, so einen Moment zu wählen, aber tatsächlich das ist auch so kleine Momente, so Trainingsmomente, Trainingseinheiten, die ich irgendwie sehr prägend fand für die Arbeit an diesem Buch. Also wenn ich da gesessen habe und mir zum 50. Mal oder so seinen Trainingsrhythmus, seine Trainingsaktionen angeguckt habe, war auch schon sehr, sehr toll. Einmal habe ich mit ihm trainiert und da werde ich mich, glaube ich, immer dran erinnern. Das war einfach ein profaner Moment. Wir haben einfach zusammen in der Turnhalle gestanden und einen Ball hin und her geschmissen. Aber trotzdem war das schon... für mich irgendwie ein schöner Moment, großer Moment. Haben Sie auch so Widersprüche entdeckt an Dirk Nowitzki? Weil die Geschichte ist halt sonst immer jemand, der es 20 Jahre lang geschafft hat, durchzuhalten, mentale Stärke und halt so erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass Nowitzki gerade deswegen so stark ist in diesem relativ rigiden Konstrukt Profisport, mit dem Trainings, mit den Reisen, mit den Spielplänen, Ernährungsplänen und so weiter und so fort. Ich finde, dass er sich auch eine große Freiheit bewahrt hat in all dem. Ja, weil es gibt so viele Ansprüche, denen er gerecht werden muss, so viele Regeln, denen er folgen muss, so viele Rhythmen, die er berücksichtigen muss, dass das Basketballspiel selbst tatsächlich immer noch so ein Freiheitsmoment für ihn trägt. Da sein, spielen, frei sein von all dem anderen Kram. Das hat er sich erhalten. Der hat immer Basketball gespielt. Der hat nie Basketball gearbeitet. Selbst wenn er 22 Millionen oder 25 Millionen am Fernsehbildschirm zuguckten, hat er immer gedacht, ich spiele Basketball und das macht mir Spaß. Und auf dem Basketballfeld bin ich frei und spiele. So. Und dieser Spielgedanke, der ist nie verloren gegangen. Und das ist bei ganz vielen anderen Profisportlern anders. Ne? Irgendwann gehen die zur Arbeit. Und er hat immer gespielt. Ihre Basketballkarriere ist ja schon eine Zeit lang her. Wie war denn das für Sie dann auch, als Sie da in Dallas und so in der Halle gestanden sind und sich das anschauen, was da jetzt alles so kommt und was auch vielleicht Ihr Trauma mal gewesen ist? Das klingt ja auch ein bisschen nach eigener Aufarbeitung der Geschichte, des Weges, des Lebens, dass man eventuell einschlagen hätte können und jetzt weiß, okay, das ist halt in die Richtung gegangen, ist wahrscheinlich okay so, aber so hätte es anders ausschauen können. War das auch so eine eigene Aufarbeitung Ihrer Geschichte? Ja, ich glaube, also ich hoffe, dass man diese Faszination, die ich da immer für gehabt habe für dieses Spiel, die ist nicht geschwunden mit dem Ende meiner Amateurkarriere natürlich. Die ist geblieben und ich fände es gut, wenn man diese Begeisterung oder diesen Geist irgendwie, der mich zum Basketballspieler hat werden lassen, wenn man den auch beim Schreiben über Basketball so mitbekommt. Ich muss kein Trauma aufarbeiten. Ich bin außerdem sehr froh, dass ich Schriftsteller bin und dass ich jetzt auch noch eine ganze Weile weitermachen kann und nicht eben die Laufbahn jetzt beenden muss, wenn ich Profisportler gewesen wäre. Also ich bin ganz froh, dass ich das mache, was ich mache. Und ich habe jetzt keine, ich habe leichte Melancholie Basketball gegenüber, aber keine Trauer. Weil Sie jetzt gerade erwähnt haben, das Schriftsteller-Dasein, was ich auch immer sehr amüsant fand in dem Buch ist, wenn Dirk Nowitzki Sie so fragt, ob Sie bei Buchempfehlungen haben, ne? Wenn er gerade irgendwie Sie für was vorbereitet und da, also wie ist denn das so abgelaufen? Hat er gesagt, du kennst dich ja aus damit, hast du eine Buchempfehlung und dann habt ihr da hin und her geschrieben, ob Ihnen das gefällt oder nicht oder wie war das? Ja, also Nowitzki ist ja ein Leser, ne? Der liest Bücher. Er ist kein Literaturwissenschaftler, aber er ist ein großer Leser. Der hat natürlich viel Leerlauf, also Auswärtsfahrten immer gehabt. Ne? Also ganz viel freie Zeit, die gefüllt werden muss. Und die Profisportler in der Regel mit Social Media und Spielkonsolen füllen. Und er hat dann zum Beispiel mit seinen Mannschaftskameraden so einen Leseclub gehabt, einen Buchclub. Die haben sich einfach hingesetzt, haben gemeinsam ein Buch gelesen und darüber gesprochen und diskutiert. Und genau diese Unterhaltung habe ich mit ihm halt auch geführt. Wir haben uns über Bücher unterhalten, was er gut findet, was ich gut finde.
So, und das ist immer sehr anregend gewesen. Ne? Also jemand, der viel liest, mit dem kann man sich auch ganz gut über Bücher unterhalten. Und das hat mir Spaß gemacht, weil natürlich ist dann, tut es auch eine Unterhaltung gut, wenn man nicht nur in dem Berufsfeld des einen sich aufhält mit der Unterhaltung, sondern auch mal über andere Dinge spricht und über Sachen, wo ich mich richtig auskenne. Ne? Und das war einfach nett, muss ich sagen. Inspirierend und nett. Glauben Sie eigentlich, dass der Erfolg Ihres Buches auch damit zusammenhängt, dass Sie der Sportliteratur oder der deutschen Sportliteratur, dass Sie der auch eine gewisse Ernsthaftigkeit verliehen haben mit diesem Buch, also eher diesen angloamerikanischen Zugang gewählt haben? Also ich glaube, dass dieser Ansatz ein besonderer Ansatz ist und nicht oft im deutschsprachigen Raum gemacht wird. Es gibt Bücher, aber nicht viele. Und mir fällt immer auf, wenn ich richtig gute Sportbücher lese, die meisten, also die ich jetzt als Referenzrahmen habe, sind halt aus dem angloamerikanischen Sprachraum. Und da fällt mir immer auf, dass die Leute ihre Begeisterung, also die Autoren ihre Begeisterung für die Sportart und die Emotionen, die sie damit verbinden, einfach ernst nehmen, dass die ernsthaft darüber schreiben wollen, warum man etwas toll findet, warum einen etwas fasziniert oder emotional angeht, warum man sauer wird und so weiter. Diese Subjektivität der Wahrnehmung, die wird in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oft nicht richtig ernst genommen. Also man kann das Fantum oder Begeisterung nennen, aber darüber auch zu schreiben, was Sport mit dem eigenen Leben macht oder was Sport mit den Zusehern macht, warum es möglich ist für Sportzuseher Trauer und Liebe und Jubel und so weiter zu empfinden, wo sie es vielleicht sonst gar nicht so sehr empfinden würden. Das finde ich faszinierend und ich finde, Schreiben über Sport muss halt mehr sein als Ergebnisdienst oder Analyse, sondern es muss auch einen gewissen Rhythmus haben, eine gewisse Liebe zum Gegenstand, eine gewisse emotionale Durchdringung und darüber muss man schreiben. Das finde ich wichtig. Wie hat sich das Schreiben an diesem Buch eigentlich auf Ihr eigenes persönliches Leben ausgewirkt? Also man sieht selten Menschen, die ihre Sache so ernst nehmen, so akribisch verfolgen, so genau verfolgen und die ihre Sache so gut können. Und das, ich glaube, da, das ist etwas, was ich auch mitnehmen werde aus diesem Projekt. Ne? Ich habe halt jemanden getroffen, der auf allerhöchstem Niveau arbeitet und das kann man, glaube ich, auch auf das eigene Arbeiten übertragen, auf das eigene Leben, auf Tätigkeiten oder wie man mit Menschen umgeht. Ne? Das sind alles interessante Dinge. Da ist Nowitzki jetzt schon. Der hat schon so eine inspiratorische Kraft, glaube ich. This is obviously super, super emotional. There's just too many people to really thank. Obviously, Mark and the whole and coach and all Mavs organization for not to only tonight, for the entire 21 years, for all the fans that have supported me. I put you guys on a hell of a ride with a lot of ups and downs, and you guys always stuck with me and supported me, so I appreciate it. Es sind die Parallelen zwischen diesem Spitzensportler, der quasi dann alleine für sich trainiert und mental alles aus sich herausholen muss, und quasi dem einsamen Schriftsteller, Dichter, ist das die Parallele vielleicht die, dass man am Ende nur in Konkurrenz mit sich selber steht und dass das auch das verbindende Element ist? Ach, also diese Parallelität, ich finde die wirklich manchmal frappierend, wie auf wie vielen Ebenen sich da Ähnlichkeiten auftun. Ne? Also es gibt wirklich, wirklich sehr, sehr viele eins zu eins zu übertragende Merkmale des Sportler-Daseins und des Schreiber-Daseins. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel über Übung und Training redet, ne?
über Disziplin. Das sind alles Sachen, die gelten genauso für den Sportler wie für den Schreiber. Also zumindest die Art von Literatur oder wie ich Literatur schreibe, ist genau das Gleiche. Wenn ich nicht üben würde, wäre ich auch nicht gut. So, ne? Man muss die Sache immer wieder von Neuem angehen. Man muss fit bleiben auf sprachlicher Ebene. Man muss flexibel sein, man muss reagieren können. Man muss Disziplin haben. Also ich sehe nicht so das Schreiben nicht so, dass man einfach wartet darauf, bis einen die Muse küsst, sondern ich denke immer, man muss sich an den Schreibtisch setzen und auf die Sache zugehen und besser einen schlechten Schreibtag als gar keinen Schreibtag. Das sind alles Sachen, die sich eins zu eins, die kommen eins zu eins aus dem Sport für mich. Dann solche Sachen wie dieses große Glück, wenn man in so eine Art Flow gerät. Man kennt das vom Laufen, ich kenne das aber auch vom Schreiben. Eben das, was ich vorhin beschrieben habe, dass Nowitzki so eine Art Freiheit empfunden hat in der Turnhalle, das gilt genauso gut für eine gelungene Seite oder so. Da denkt man auch, ich bin in einem Fluss gewesen, es kommt sehr, sehr selten vor beim Schreiben, aber wenn es mal vorkommt, ist fantastisch. Also da sind so viele Dinge, die fast identisch sind bei beiden. Da könnte ich einen ganzen Aufsatz drüber schreiben. Ich finde es wirklich, wirklich frappierend manchmal. Herr Plätzinger, vielen Dank. Das war noch eine schöne Abschlussantwort, würde ich sagen. Ich sage herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Danke, ciao. And he plays every game for the rest of the year. It's a Dirk dunk! It's a Dirk dunk! Look at the bench.